Hallo, willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Wir haben die Nords ein bisschen zerrüttelt und sind jetzt in Suno und müssen nach Ibiran. Dort sind ein paar Nords, die müssen wir vernichten. Ja, wir haben richtig gut aufgeräumt, das heißt, sind nicht mehr viele Nords unterwegs. Die haben einfach Angst. Die greifen schon mein Dorf nicht mehr an. Da muss es sein. Wo muss es sein? Die fliehen, betteln um Gnade und wir bekommen immer mehr Geld von den Orts über. So langsam sind sie richtig peinlich, die Nords. Müssen sich wieder mal ein bisschen... Oha. Scheiße, wir haben zu spät, aber... Seit ich hörte, dass ihr Rejek besiegt habt, ist es mein innigster Wunsch, mit euch die Schwerter zu kreuzen. Wir sind euch gegenüber im Vorteil. Gebt auf und man wird euch gut behandeln. Wir werden jetzt einen guten Vorteil ausmachen. Kampfvorteil minus 1 noch. Da habt ihr aber nicht gute Truppen, hä? Oh, da schießt schon jemand, hä? Du denkst, du bist gut genug? Das sind Scharfschützen, habe ich so das Gefühl. Mal gucken, wann es soweit ist, bis der erste fällt. Die haben Angst. Die haben sehr viel Angst. Wir haben viel bessere Truppen. Viele Huskars haben wir, hä? Sehr heftigst. Komm, wir greifen an. Die schon keine Ahnung haben. Dann greifen sie an. Sie haben keinen Schaden hinzugefügt. Sind das peinliche Truppen. Heieiei, sind die peinlich. Komm, tötet jetzt endlich einen. Treffen könnt ihr, hä? Ihr Feigling. Solche Feigling. Wo sind die nächsten Feinde? Sind die nächsten? Da vorne. Okay. Ja, die Nordkrieger. Pfeifen. Ja, hau ab. Swartische Ritter, nein. Nein, Mameluke, nein! Ihr werdet büßen. Ja, weil es so viele sind, natürlich. Kommen wir jetzt den Kopf. Den Kopf kürzer gemacht. So, jetzt sind sie zerrüttet. Zerquetscht. Schöner Kampf gewesen. Richtig toll. Ja, 5 getötet. Mamelukera. Ja, ja. Egal.
schaffen die das immer? Machen sie doch tot schon. Ja, 35. Ach ja. Gut, Bunduk, du bist ein Level up. So. Nur Stärke. Vielleicht Waffenmeister noch. Machen wir Waffenmeister. Reiten noch eins nach oben. Und ja. So. Gut, machen wir Wege Wache, Rodok, Scharfschütze, ja. Wie viel haben wir jetzt? 31.000, wow. Place, ich muss dich mal kurz anreden und suchen den Klagus, hä? Schiede. Was machst du in Schiede? Der ist wieder rückwärts gerannt. Ja, ja. Ja, zu viele Truppen. Mal gucken, wo der hingeht. Oh, ich hoffe nicht zu meinem Dorf. Den können wir nicht mehr aufhalten. Ja, ja. Dann gehen wir nach Kelredian, hm? In Ibiran, ja, ja. Gucken wir mal. Ja, da hat es nur Frauen. Ibiran ist er jetzt. Ah, Menno. Ihr betreibt es doch nicht. Toshta. Toshta und... Keretian, ja. Klagus! Jetzt müssen drei schon... Ach, die Armen, müssen drei schon belagern ein Dorf. Ach, die Armen. Hervorragende Arbeit! Okay. Dann werden wir die nochmal anlocken. Schon wieder Nords, die wollen die ganze Zeit angreifen. Deglan. Kann man nicht die Kleinen mal angreifen? Boah, ist das knapp gewesen. Ist, wenn der Pfeil einfach nicht richtig will. Haringott. Was hat der immer mit dem Haringott? Hey, ich geh jetzt nach Rejadin. Ich glaube dort waren es, oder wo sind sie gewesen? Irgendwo ist es doch gewesen. Helft mir lieber mal ein bisschen, ihr Feiglinge! Den kleinen Reichen.
kleinen Truppen. Hey Gott, oh Gott. Es kommt niemand. Wir schicken sie heim, hä? Komm, wir werden sie nach Hause schicken. Wer kann helfen? Wer kann helfen, bitte? Kann jemand helfen? Niemand? Kann einfach niemand mir helfen? Ach Gottchen. Telrock. Wo ist Telrock? Telrock? Dramok? Wo ist Telrock? Da. Okay, gehen wir dorthin, hä? Ignorieren wir einfach mal die Sachen. Ist mir egal. Und die natürlich mich berufen, dann gehe ich nach Telrock. Ach, wenn Emma jetzt angegriffen wird. Ja, wir können nichts machen. Hä? Wir können einfach nichts machen. Greenwald ist hier. Also. Ja, wo seid ihr jetzt? Nein! Bitte! Seid ihr schon wieder weg? Ihr Pfeifen. Ja, ja. Ich kann es nicht ablehnen, sonst verliere ich Ehre. Das ist das größte Problem. Ja, ja. Dann greift doch Kisim an, ihr Feigling. Boah, sind das viele wieder. Nein, die verlieren alle. Wo? Jetzt wollte ich schon wieder Ayadina angreifen. Charles wird nicht länger belagert. Charles muss irgendwo hier oben sein. Ja, Charles. Also von Rodok. Ihr Feiglinge. Das sind sowieso nur Fägiers. Ihr Pfeifen. Ihr Langweiler. Ich bin zuerst dort und werde noch ein paar Sachen verkaufen. Minus 9.911, ja. Ich kann es nicht aussprechen. Katrin. Tja. Oh, ich will kurz schauen. Ja. Verkaufen wir die Sachen nicht. Schenke an Burg. Ist ja auch niemand. Gehen wir wieder raus, wenn niemand hier ist. Ja, hallo du. Aufgabe? Bunduk auswählen. Na, machen wir es mal. Wer, Bunduk. Wir müssen dann schauen, wer Bunduk war. Sind die schnell. Hahaha.
Ah, wir sind einfach die Besten. Einfach genial. Sehr süß. Die sind einfach süß. Die haben so scheiß Truppen. Meine Dame. Okay, gefangen nehmen. Prima. So, die nächste. Wieso darf er natürlich wieder zuvor das starten? Irgendwie ist das so unfair. Was haben die für große Pferde? Von wo haben die das? Die Truppen? Haben die das alles? Die Gefangenen? Hacken, hacken, lecker hacken, weiter hacken, hopp, 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 wir hacken ein bisschen herum. Oh, bla, oh, bla, bla. Was ist Rodoxergant? Wo haben die, woher haben die die Einheiten? Das ist ja Wahnsinn. Ja toll, jetzt sind hier überall wieder die Verstärkung. Wow. Warn euch, ihr Scheißritter. Ich warne euch. Ihr Pfeifen. Immer im Weg sein. Wie die einfach nicht ihn besiegen können. Wahnsinn. Verwundet einen, getötet. Okay. Die schaffen immer zu fliehen. Was haben die denn geraucht? Okay, dann müssen wir die schlechten Sachen mal rausnehmen. 37, 9, 6. Dann nehmen wir mal die guten mit. Ein Militärhackmesser. Boah, ist das teuer. Plus 9. Kettenbarker Rostig. Ja. Nehmen wir einfach das mit. So, Jeremus ist aufgestiegen. Dann tun wir den noch kurz aufrüsten. Intelligenz können wir nicht. Dann nimmst du noch
Waffenmeister mit, hä? Du bist ja auch ein Nahkämpfer. So. 33 meisterhaft, hä? Nordisches Kurzschwert. 41. Ja, brauche ich nicht. Okay, Cherry muss, naja, ist noch ein bisschen hier. Shit. So jetzt. Ich werde uns in Siegerbeal fahren, nicht vergessen. Lass uns erneut den Himmel danken und beten, dass wir nicht zu stolz werden. Guter Dialog. Dann möchte ich dir noch kurz fragen, wo der Marschall ist. Burg Knuda. Also er ist zurück nach Burg Knuda gegangen wahrscheinlich. Ja, ich kann dir leichter so nicht helfen, das König Regner. Devlian, Devlian, nicht so nah. Du hast wenig Truppen. Meine Fürstin, mein Herz ist erfüllt von Freude, wieder dich zu sehen. Ich höre, ihr habt ja Harald bekämpft und besiegt. Ich wünsche Freude über die Sieg. Haben wir nicht bessere Ding gehabt? Hat er das rausgenommen? Und doch ihm bessere Sachen gegeben? Ja, wir werden jetzt einfach mal ihm das geben, das geben, das geben, das geben, das geben, das geben, das geben. Ich werde ihm das geben, das geben, das geben, das geben, das geben, das geben, das geben und das geben. Da kommen die zwei Pferde auch. So, einfach mal ein paar Sachen geben. Vielleicht ist er dann besser fit. Vielleicht überlebt er, leben diese Sachen den Ding. Das Lager auch. Da ist Tredian. Tredian, hast du etwas zu erzählen? Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ach komm, wir gehen nach Knuda kurz. Hier ist niemand. Graf Tredian. Ha, die haben schon wieder aufgegeben. Zeig mir wo. Ah ja. Ja, kann ich nichts dafür. Du bist halt immer irgendwo anders gewesen. Bist du selber schuld. Ja, ja, Logason. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit, deshalb gehen wir noch kurz nach Veluca. Hä? Wird überfallen. Oh, wir müssen unbedingt nach Bugundur. Es wird nämlich überfallen. Es könnte unser Dorf auch noch... Ding, Deglan, bist hier. Ja, okay, ich werde dich später sehen. Ich muss nach Bugundur. Oh, Rodox und Sardischen Soldat haben Frieden geschlossen. Wunderschön. Ja. Ich kann dir nicht helfen, wenn deine Söhne nicht dumm wären. Ein kleiner Feindtrupp, deshalb suchen ihn wir ihn mal.
Da ist es. Ja, Gondor, du Wildsau. Bist du eine dumme Wildsau. Ich werde dich jetzt abknallen. Kann hat Quergegner nach Rodok. Euer Ruhm eilt euch voraus, Monika Basse. Ja, Alpha-Macher für Tricks hereingefallen sein, aber wenn ihr gegen mich antretet, seht ihr einen weit größeren Feind ins Auge. Ja, ja, ja. Ich habe ihn getötet. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. War ein super Kampf. Nehmen wir Infanteristen. Wieso nicht? Sergeant. Waffenknecht. Scharmützler, Fußsoldat, Krieger, Huskarl. Oh, 47er Rüstung. Boah, ist das genial. Dankeschön. 4. Den wir mal austauschen, dann haben wir mal ein bisschen einen schöneren. So, danke schön, du hast so nette Sachen. Gehen wir nach Pagundur zurück. So. Also hier wird nichts mehr. Ja, und im nächsten Part gehen wir nach Emer zurück und helfen ein bisschen Emer wieder und machen weiter Krieg mit den Nords. Wunderschön. Prima, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.